koche jetzt. Bei uns gibt es heute ein Hefe-Erbsen-Curry mit Reis. Und in das Curry kommen rein Zucchini, dann habe ich Auberginen. Schon die Salz habe ich jetzt gerade abgewaschen. Und schneide jetzt noch eine Zwiebel und Knoblauch klein. Das erste ist ein bisschen Öl in die Pfanne. Klein geschnittene Zwiebel und der Knoblauch. Lasse das ein bisschen andünsten. Gehen wir gleich die Aubergine dazu. So, dann kommen die gewaschenen Kichererbsen dazu. Der Curry, Koriander, Kurkuma, Brasel Hanout. Sind jetzt angebraten, die Gewürze. Dann würzen wir ein bisschen Salz, Pfeffer. Ich lasse meine selbstgemachten Tomatensoße rein. Ja, sag mal. Noch einen Schluck Wasser dazu. Dann darf es ja jetzt mal ein bisschen kochen. Und in der Zeit, wo es kocht, machen wir jetzt den Reis. So. Und zwar werde ich so eine Art türkischen Reis machen. Da geben wir jetzt erstmal Öl in die Pfanne. So, und dann kommen ein paar von den Fadennudeln rein. Die werden so lange angebraten, bis sie leicht so goldbraun sind. Dann kommt der Reis dazu. Wird auch noch kurz mit angebraten. Jetzt anderthalb Tassen Reis, das heißt, ich tue knapp drei Tassen Wasser dazu. Ein bisschen Salz. Und dann wird es auf die kleinste Stufe geschaltet und so lang gar gezogen, bis das Wasser verkocht ist. So, holst du den Lukas bitte, Leonie? Lukas, kommst du? Nein. Ja, machst du so? Ich mach schön. Ich versuche schön zu machen. Mhm. Was? Nein. Heute das? Mhm. Ja, bitte. Ich bin fertig geworden. Sehr schön. Guck. Gleich, Spazi. So, Schatz, das ist für dich. Warte. So. Dankeschön. Bitte schön. Das ist so richtig schön. Gell? Schmeckt bestimmt auch lecker, ja, Lukas? Guck. Ey, super. Schön. Ich bin auch fast nur fertig. Ich kann es dir auch zeigen, wenn du. Ja. So, Lukas, kannst du gleich deinen Teller mitnehmen? Ja.
Bitteschön. Bei mir sind nur noch 5 von diesen Perlen. So, Leonie? Darf ich deine decken? Du darfst meinen Teller decken, ja. Guten Appetit. Guten Appetit.